herzlich willkommen an Sie. Und Sie sind heute Abend gekommen, um Wolfgang Gerhardt, den Vorstandsvorsitzenden unserer Friedrich-Naumann-Stiftung, zu hören. Er wird zu uns stoßen. Sie sind heute zu uns gekommen, um den Bundesvorsitzenden der Freien Demokratischen Partei, unseren Freund Christian Lindner, zu hören. Herzlich willkommen, Christian, hier in Baden-Württemberg. Du bist ganz viel im Land unterwegs, heute schon im Europapark Rust. Da merkt man manchmal, wie so das Auf und Ab auch in der Politik ist und bei einem mittelständischen Unternehmen oben auf den Ostfildern. Wir freuen uns, dass du so oft in Baden-Württemberg bist, dass wir sagen können, du bist einer von uns. Herzlich willkommen an Christian Lindner. Innovationen, Rohstoff der Zukunft. Wir freuen uns, dass wir heute einen Ausnahmeunternehmer, einen Familienunternehmer begrüßen können, der auf eine veritable Lebensleistung blickt und das vor allen Dingen auch, weil es ihm gelungen ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern für ein Projekt, in dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Und begrüßen Sie mit uns unseren Freund, der auch für die Freien Demokraten bei Wahlen, Sie haben es mir gerade ja nochmal bestätigt, in Karlsruhe auch kandidiert hat, unseren Freund Götz Werner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Ich bin ein großer Anhänger von Ludwig Erhard, der sagte ja mal, Wohlstand für alle ist möglich, davon sind wir überzeugt. Allerdings ist Wohlstand für alle in Europa nicht möglich durch staatliche Umverteilung, durch schuldenfinanzierte Kreditprogramme, sondern Wohlstand für alle ist nur dann möglich, wenn es gelingt, die Wachstumskräfte der sozialen Marktwirtschaft zu entfesseln. Und das heißt, bessere Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen, eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von bürokratischen Auflagen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen. Ja, meine Damen und Herren, Innovation, der Rohstoff der Zukunft, richtet den Blick also auf die Punkte, auf die es tatsächlich ankommt, nämlich auf die Frage, wie können wir in einer sich verändernden Welt Wohlstand, Arbeitsplätze, Zukunftschancen bei uns sichern. Wir haben heute in der Welt 7 Milliarden Menschen, es werden bald 10 Milliarden Menschen sein. Und dass in einer solchen Welt natürlich der Faktor Arbeit, also Arbeitskraft, insbesondere unqualifizierte Arbeitskraft, immer unter Konkurrenzdruck steht, ist, glaube ich, die große soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und vor dem Hintergrund sind wir praktisch geradezu verdammt zum technischen Fortschritt und wir können den Wohlstand nur halten, wenn wir das, was wir teurer sind, besser sind. Darum geht es. Auch das ein zentrales Anliegen der Freien Demokraten hier in Baden-Württemberg. Und dann sind wir ganz sicher, dass es gelingen kann, die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern, wenn es gelingt, die Forschungskraft, die Schaffenskräfte, also schlicht die baden-württembergischen, die südwestdeutschen Tugenden wieder zu mobilisieren. Fleiß, Kreativität und Erfindergeist. Das ist ja das, was dieses Land groß gemacht hat. Und ich glaube, genau darum geht es. Denn die kleinen Unternehmen von heute werden die großen Unternehmen von morgen sein. In diesem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich hier im Kursaal willkommen und freue mich jetzt auf die Ansprache unseres Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Vielen Dank.